sie aus. Hallo? Hallo. Ja, ich wollte gerade sagen, dass ich mit dem Ernten gut vorankomme. Also ich fahre jetzt hier die letzte Bahn. Jo. Herr Varuna? Moment, bin am Telefon. Ja. Und, falls Sie das mit dem LU klären, oder den halt, wenn Sie den halt zurückgeben, dass Sie dem mal sagen, dass er vielleicht mal das Schneidwerk reparieren soll, weil da piepst die ganze Zeit so ein nerviger Ton, dass das Schneidwerk schon über 80% verschlissen ist. Und das, ja, werde ich denen gleich mal sagen. Weil das ist aber Sie kriegen das Feld noch fertig. Ja, ja. Okay. Also ich fahre jetzt gerade die letzte Bahn. Gut, ich gebe denen Bescheid. Ja, weil da ist halt immer so ein Piepsen. Jo, bis dann, tschüss. Herr Varuna? Ja. Ich sag Ihnen jetzt das gleiche, was ich dem RaceX schon gefühlt 10.000 Mal gesagt habe. Fragen Sie, bevor Sie das irgendwas da reintun, beziehungsweise tanken, beziehungsweise irgendwas, keine Ahnung, irgendwas hier machen. Ich hab doch gehupt, Sie waren nicht da. Dann sind Sie plötzlich da gestanden. Nee. Waren Sie gerade auf Top? Klar war ich ja. Ja, das müsste verkauft werden, das Gewicht. Ja, aber es geht ums Fragen. Ja. Jetzt können Sie es da stehen lassen. Nee, jetzt fahre ich wieder weg. Dann halt nicht. Hier, haben Sie ein bisschen Tomaten, Gurken und Salat. Dankeschön. Bitte, darf ich das Ding da reinstellen? Sie hätten es jetzt noch drücken. Herr Peter, alles wird gut. Ich werde hier noch verrückt. Warten Sie. Na was denn jetzt? Soll ich es reinstellen oder nicht? Ja, einen Moment, ich muss die Pickups ausfahren. Sind es die vom Jürgen? Ja. Die sollen verkauft werden. Was kosten die denn? Also der Ram kostet 32. K. Hm. Der andere auch circa ein bisschen weniger. Nur das Gewicht verkaufen? Jo. Kriegen wir hin. Da sind sie auch ganz schön knapp bei Geld. Es geht, ich habe gerade viel gebaut. Ah. Ja, ich habe gerade, oh Gott, was habe ich denn alles gebaut? Ich habe noch ein Salatgewächshaus, ein Tomatengewächshaus gebaut und ein neues Feld gekauft. Mhm. Von dem her, ich kann mich gerade nicht beklagen. Jetzt wollte ich mich nochmal genau um eine Sämaschine erkundigen, weil das schieben wir schon so lang vor uns her. Ja. Ich muss aber kurz nochmal telefonieren. Ja, telefonieren Sie nochmal. Jo, denen geht's gut. Hallo? Hallo? Ja, Sie wollten, dass ich Sie anrufe. Genau, und zwar wollte ich Ihnen sagen, dass ich jetzt mit Ihrem Feld fertig bin. Das freut mich. Beziehungsweise, shit, jetzt sehe ich gerade, ich habe noch einen Mini-Fleck stehen lassen. Ich hoffe, Sie nehmen es mir nicht übel. Ja, das passt so. Also wirklich. Ich glaube nicht, dass man da jetzt noch eine großartige Sojabohne rauskriegt. Vielleicht eine. Ja, der Herr Neumann hat anscheinend schon den Takt abgeholt, sonst steht er nicht mehr da und ich fahre gerade den Drescher zurück. Okay, was kriegen Sie jetzt für Ihre Arbeit? Das ermessen Sie. Okay. Was halten Sie denn für gut? Ich schicke Ihnen was, Moment. Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg beim Felderverkaufen. Ja, die habe ich reingestellt und sofort waren sie weg. Oh, das ist cool. Oh, das ist aber nett von Ihnen. Ja klar, gute Arbeit soll entlohnt werden. Okay, gut, dann danke ich Ihnen recht herzlich. Ja, ebenso. Und tschüss. Tschüss. Ah, so, da bin ich wieder. Ja. Gut. Hallo. So, jetzt wo waren wir stehen geblieben? Hier, Sämaschine. Bei der Sämaschine. Genau. Also ich hätte zwar gern auch einen Drescher gern, aber ich glaube, das sprengt im Moment noch mein
mein Vermögen, mein nicht vorhandenes. Ja, definitiv. Sie hatten mir letztes Mal, glaube ich, die Kuhn BTF 4000 genau, nahegelegt. Die Combo oder halt die Stara. Die hatte ich Ihnen letztens schon gesagt, hat ein bisschen weniger Arbeitsbreite, hat aber auch Düngefunktion. Und die Kuhn nicht? Die Kuhn hat keine Düngefunktion. Hat aber 4 Meter. Wobei Düngefunktion hin oder her. Aber es ist halt. Haben Sie einen Düngersteuer? Ja, einen Düngestreuer habe ich schon, ja. Dann sparen Sie sich das doch mit der Dünge. Wenn Sie eh einen haben. Können Sie gerade mal gucken, was der Ford noch wert ist? Warte, ich stelle Ihnen den rein. Dann machen Sie das. Den Traktor. Ja. Na, für 9 kaufen, meinen Sie? Na, vielleicht, wenn genug bei rumkommt. Ah, der ist schon ziemlich viel benutzt. Wie viel Betrieb schon hat er jetzt? Geht so, 5,9. Was ja, bringt? Knapp 40.000. 40. Ich bräuchte halt einen neuen Traktor, der mindestens 180 PS hat. Schauen wir doch mal. Gucken wir mal, Kompakt. Wird schwierig. Also 150.000 würde ein weiterer Chaos kosten. Na, was ist denn mit dem Pro Series? Der hat 170 PS im Case. Ja. Ja, der kostet dann halt nur 100.000. Fährt aber auch nur 43. 120.000. Der Geschwindigkeit ist relativ. Ich bräuchte halt die PS. Ein Valtra hatten Sie gesagt. Den N-Series. Ja, in der N. Nee, ja doch. N174. Okay, nee, der ist auch ein bisschen zu teuer für mich. Okay, also 120 muss ich rechnen für den Ding, für den Case. Ja, das ist dann halt mit den 7230. Ja. Mit den. Ja. Und dann könnte ich aber die Väterstedt Rapid A kaufen. Ja. Okay. Also dann könnten Sie die auch ordentlich ziehen. Also es wird knapp von der Leistung, glaube ich, aber. Nee, was haben Sie denn? 214 hat er damit. Achso, ja, ich würde ihn aber als 27 kaufen. 7200 pro. 7210, so rum. Ja. Ja, das wird knapp, ja. Sehr knapp sogar. Okay. Weil ich meine, wenn Sie berghoch fahren. Ja, bei mir da unten ist alles flach, das ist kein Problem. Ja, dann. Ja, dann wird das auch reichen. Weil dann könnte ich theoretisch. Als nächstes Upgrade mir die Pronto 9DC holen und den Case des Chip Tuning verpassen. Ja. Und die Rapid kostet 76, aber ich glaube, das kriege ich gar nicht hin. Ich muss noch mal kurz telefonieren. Moment. Ja, machen Sie das. Bis gleich. Jupp, Moment, nee, ist gerade besetzt. Achso, nee, ist doch nicht besetzt. Moment. Probier's mal. Hallo, hier ist Herr Neumann. Hallo, Herr Neumann.
Ich wollte mal gerade fragen, wie es mit dem Soja aussieht. Habe ich Ihnen alles schon ausgerechnet? Ach, sehr schön. Aber einmal vorher noch was anderes. Sie haben eine Ladung Kalk noch offen. Zum Abholen, meinen Sie? Ja, zum Abholen. Glaube ich nicht. Oder Herr zu Neumann? bringen. Oder um ehrlich zu sein, zu bringen. Wie zu bringen? Also eine Kalkrampe-Ladung. Nee. Eine haben Sie mir runtergefahren, eine habe ich geholt. Nee, wir haben ihn noch gar keine runtergefahren. Ach so, dann habe ich nur eine bisher. Ja. Ach so, okay. Ja, Das dann können machen Sie mir die einfach unten ins Silo kippen. wir. Jo, da kümmern wir uns um. Und das tut jetzt zwar für uns weh, erstmal, aber Wieso? sie, also ich habe Ihnen einen Preis von 2.900 pro 1.000 Liter gemacht. 2,9. Ja, das sind insgesamt Boah. 70.000 und 100. Also 70.100. Da waren sie 70 glatt, passt schon. Okay, danke. Und dann müsste ich nur wissen, was sie für die Arbeit kriegen. Fürs Spritzen. Und für den Herrn, ach so, nee, den habe ich ja schon bezahlt. Bespritzen. Die Pflanzenschutz unten, die 88. Ach so. Ja, bin ich gerade am Ausrechnen. Das. Ist da schon jemand auf dem Weg? Ich glaube, es ist sogar schon fertig. Soweit ich weiß. Ah ja, okay. Na dann ruckzuck, hey. Vielen Dank. Also, ich überweise Ihnen jetzt erstmal 70.000. Tut weh, das tut zwar weh, aber. Geld kommt, Geld geht. Ja, das ist leider so. Warte, ich habe das ausgerechnet. Das sind 990 Euro Okay, dann kriegen Sie noch für mal einen Spritzen. Tausender von mir. Gut, dann danke ich Danke. recht schön, ne? Jo. Gute Geschäfte, tschüss. Tschüss. Holla, die Waldfee. Hey, hey, hey. Was ist denn Wirst es nicht los? glauben. Hey. Ich hab Was hat sich dann? 70.000 für mein Soja gekriegt. Oh. Vom Landhandel. Okay, das heißt, ich hätte jetzt Nice. knapp 200.000 zur Verfügung. Ja. Was hatten wir ausgerechnet, was die ganze Geschichte kostet? 120? Na, es wären auch knapp 200.000. Ja. Okay. Nee, dann bleibe ich bei der kleinen Sämaschine. Also bei der coolen BTF. Ja. Kannst du mir die gerade bestellen? Dann nehme ich die gleich mit. Ja, einen Moment. Rechne eben ganz schnell noch Werbetscher aus. Jupp. Dann bin ich gleich für Sie da. Heute war ein sehr erfolgreicher Tag. Das ist schön. Beziehungsweise eine erfolgreiche Woche, ey. Ich muss gerade mal den Jürgen gleich nochmal anrufen. Bisschen Chaos hast du hier auf deinem Hof. Sieht richtig aus Nö. wie bei einem Händler. Echt? Ja, Krass. ohne Witz, gerade schon wirklich. So überall steht irgendwas rum und. Ja, ich hab. Manchmal habe ich so viel zu tun, ich komme manchmal zu nichts. Aber wenn ich dann. Ich hab's manchmal so viel zu tun und dann habe ich dann nichts mehr zu tun. Aber ich habe es versucht schon so ein bisschen zu ordnen, ja. Du hast hinten noch ein Rostelmesh drin stehen. Oh. Hier. Ja, das ist meiner. Ach so. Das ist der für 300.000 oder was? Ja, genau, das ist der. Oh, der ist schon mächtig, ey.
Da muss ich erstmal noch ein bisschen sparen. Ja, ein bisschen. Mal gucken. Meine Gewächshäuser und mein Hofladen, der bringt mir gerade gut Geld. Das ist schön. 500 die Stunde. Nice. Ja. 6.000 am Tag kann sich sehen lassen. Auf jeden Fall. Und dazu noch die Wolle von meinem Schäfchen. Ja. Und hier habe ich noch einen Anhänger voll Kalk. Ach, du hast auch einen gekriegt? Nee, ich habe einen gekauft. Warum? Da war das vergünstigt. Ich kriege auch noch 80.000 Liter oder so. Wie bitte? Ich kriege auch noch Kalk von denen, vom LU. Okay. Naja. Gut, also, was los mit der Sämaschine? Ja. Bestelle ich ihn sofort. Also, sie bleiben dabei und den coolen BTF. Jo, nehmen wir die. Mit dem Fronthang. Jupp. Der ist ja notwendig, oder? Ja, der ist notwendig. Ja, dann machen wir das. Bitteschön. 4000, 4 Meter. 25. Was kriegst du denn dann? 7500? Moment. So rum. Moment, das muss ich einmal durchrechnen. Dann 25.000. Ist ein bisschen verschnupft oder was? Ja, ja. Sind 5.000. 5. Ja. Gut, überweise ich dir gleich. Jo. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Du bist falsch. Ja, Moment. Das sieht doch gut aus, die Kombination. Ja. Sieht schön aus. Ja. 5 hast du gesagt, gell? 5, genau. Gut. Dankeschön. Danke ich dir recht schön, gell? Handschlag. Platsch. Ja. So. Wünsche dir viel Spaß damit. Jo, danke. Dazu brauchen sie natürlich auch noch Saatgut, aber. Ja, das hole ich gleich beim Landhandel dann. Genau. Morgen aber erst. So, liebe Leute, dann beenden wir hier diese Woche. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Oder natürlich alles. Wie ich sagen würde. Genau. Und bis morgen. Morgen, tschüss. Ciao.